Hi, mein Name ist Arno und in diesem Video möchte ich dir ein paar Übungsvariationen mit dem Arts Vitality Miniball zeigen. Den gibt es in 4 verschiedenen Größen. Ich habe hier die silberne und die blaue Variante. Ich trainiere jetzt hier mit dem blauen und wir starten direkt mit einer schönen Beinübung. Und zwar kannst du den Ball in erster Linie mit Druck nutzen. Pump ihn so auf, dass du ihn so ein bisschen greifen kannst, weil ich auch Übungen habe, wo es darum geht, den Ball wirklich festzuhalten. Wir starten mit einer Kniebeuge, mit dem Innendruck, weil man ja selten Möglichkeiten hat, auch hier die Innenschenkel zu trainieren. Du stellst dich hin, gehst in die Kniebeuge und presst die Knie maximal zusammen. Langsam nach unten und dann richtig pushen. Wenn du magst, kannst du natürlich auch unten bleiben und dann hier ab und zu richtig die Knie zusammenpressen. Kannst du übrigens auch nutzen, wenn du am Arbeiten bist, einfach den Ball dazu nehmen und dann während der Arbeit bisschen die Innenschenkel trainieren. Gut, dann von hier aus einmal in den Stand. Leg den Ball einmal in die Seite, stellst dich gerade hin. Wir trainieren jetzt die seitlichen Bauchmuskeln. Die Hand ist geöffnet. Die Hand kannst du hier oben an die Schläfen nehmen und du drückst jetzt ganz feste gegen den Ball, rollst mit der Seite leicht nach unten. Der Ball bewegt sich nach unten und dadurch hast du eine Grundspannung, die du über die seitlichen Bauchmuskeln aufbaust. Feste pushen und dann von hier aus langsam wieder lösen. So, wir kommen zu einer Übung, die wir im Stand machen. Die kann man auch im Liegen machen, und zwar eine Rückenübung. Da geht es darum, dass du den Ball wirklich festhältst. Ich zeige dir das Ganze seitlich. Wir gehen in die Vorbeuge, den Ball langstrecken und dann nach hinten geben, nach vorne. Das kannst du gerne auch direkt im Wechsel machen. Oder du machst diese Übung einfach nachher auch. Ich zeige sie dir nochmal auf der Matte in der Bauchlage. Gut, kommen wir direkt zur Bodenkür. So, wir kommen zur Bodenkür. Und ich trainiere immer noch mit dem blauen. Von hier aus gehst du einmal in die Kniebeuge, nimmst den Ball hinten rein, klemmst ihn zusammen und von hier aus das Bein nach oben führen, den Ball gut festhalten. Hier immer noch mal darauf achten, dass du den Oberschenkel wirklich fixierst. Wenn du möchtest, kannst du natürlich auch hier das Knie heben, in der stabilen Table-Position den Po und auch noch mal die Rückseite trainieren. So, beim nächsten Level gehen wir jetzt mal an den Oberkörper. Und zwar nutzt du den Ball zur Stabilisierung des Handgelenkes. Wir kommen mal zum ersten Level. Du gehst nach vorne, versuchst die stabile Position zu finden in der Liegestützposition, gehst nach unten. Achtest darauf, dass das Handgelenk gerade ist. Und in der ganz fortgeschrittenen Variante wäre es dann hier der lange Liegestütz. Und dann darauf achten, stabil nach unten zu gehen und wieder hochzukommen. So, wir hatten ja vorhin die Übung im Stand. Ich zeige sie dir auch nochmal in der Bauchlage. Hier nochmal ganz nach unten gehen. Level 1, den Ball hinten herumgeben. Nach vorne touchen. Wenn du ein bisschen mehr willst, hebst du die Füße mit an und machst das Ganze schön für den Rückenstrecker und ein bisschen Mobilität für die Schulter. Ich zeige dir noch eine Liegestützvariante. Da geht es auch nochmal um die Innenschenkel. Da kannst du dich noch einmal hinknien, den Ball einmal zwischen die Füße klemmen. Da geht es um die Kontrolle der inneren Oberschenkel. Leg dich einmal ab, Füße sind lang. Du drückst dich nach oben, wie in so eine Plank. Und dann kommt der Ball mit dazu. Feste zusammenpressen, nach oben führen und wieder nach unten. Das zieht jetzt ordentlich in der Rückseite der Oberschenkel. So hat man nochmal eine schöne Variation für Ober- und Unterkörper. So, wir drehen uns einmal um. Wir nutzen den Ball jetzt für die Unterstützung wieder für den Bauch, innere Oberschenkel. Du legst ihn zwischen die Knie, rollst dich einmal ab. Wir machen die Crunches und dabei ziehst du den Ball Richtung Nasenspitze ran. Kannst jetzt richtig Gas geben und die Oberschenkel hier im inneren Bereich nochmal mit aktivieren. Vielleicht kennst du auch das Problem, dass man manchmal Schwierigkeiten hat, wirklich vom Crunch wirklich hochzukommen. Jetzt nutzen wir den Ball als Unterstützung hinten im Rücken.
Wir gehen langsam nach hinten. Du lehnst dich in den Ball hinein, wie in so ein Liegestütz oder Liegestuhl besser gesagt. Richtig hoch, zurückdrücken. Und wenn wir schon im Liegestuhl sind, haben wir Happy Hour. Von hier aus einmal hinten halten, Arme öffnen, nach oben kommen. Das sind jetzt so ein paar Variationen. Oder verdrehen, wieder hochkommen. Und so merkt man, hat man eine perfekte Position, die man normalerweise ohne Ball gar nicht so gut halten könnte. Ja, deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Viel Spaß mit dem Miniball.